Ja, wie leben wir? Wir leben in Impulspapiere, Vermittlungsausschüsse, Transparenzkampagnen, die transparent gemacht werden müssen, damit die Transparentkampagnen für mehr Transparenz und mehr Vielfalt stehen. All diese Worthülsen, dieses Gewäsch spielt für den Fabian natürlich eine Rolle. Er registriert das in dieser Chronik und er untersucht das auf den wahren Gehalt. Und er sieht natürlich, dass dieses Gewäsch, wie es vorkommt, dieses Politikersprech, wir dürfen keinen Millimeter zurück, wir können sich ja reden basteln. Indem wir keinen Millimeter zurückweichen, geben wir den abweichenden Kräften keinerlei Vorschub. Und indem wir uns als die Demokraten erweisen, die wir sind, werden die undemokratischen Kräfte aus jedweder Regelung herausgehalten. Das verstehe ich unter wirklicher Weltoffenheit, wie wir, die Demokraten, das können. Und es ist wirklich wichtig zu sagen, dass wir in diesem Moment, in dem wir die Transparenzkampagne eröffnen, das so Transparenz machen, dass die Demokratie wirklich demokratisch gestärkt wird und damit zu dem guten Anfang zurückfindet, der an ihrem Ende schon beschlossen war. Und solches Gefühl. Pass bloß auf, du wirst noch unser neuer Staatsratsvorsitzender. Oh ja, und jeder kennt das, mit solchem Gesülze sind die Bundestagsreden voll. Sind Zeitungen gefüllt, das erinnert ja an diese Bleiwüsten in Zeiten von vor 89, wo der Vorsitzende der KPDSU sich an seinen Halteapparaten gerade noch zur Redegarnitur schleppen konnte. Und das wird hier thematisiert. Also es geht hier nicht darum, eine packende Story zu erzählen, sondern Sprachbewegungen, wie Politik Sprache herstellt und Sprache Politik herstellt und wie daraus Handlungen kommen. Das ist das Interessante für diese Dinge. Das merken Sie ja, es dreht sich ständig um Diskurse. Und dieser Diskurs hat einen Anfang, kriegt von der Seite einen Nebendiskurs und dann ploppt das auf, dann gibt es eine Werbeeinlage und so weiter und so fort. Und das ist natürlich erzironisch an sich, weil das ist eine Sprachgalaxie oder eine Wirklichkeitsvermittlungsgalaxie, die über den analogen, meist doch ganz analogen Problemen der meisten Menschen wie eine Milchstraße kreist und mit ihnen nur punktuell was zu tun hat.